So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier auf meinem Kanal. In dieser Folge machen wir den Rat der Riggs fertig. Unsere Mortys sind jetzt alle geheilt. Und dann werden wir mal kämpfen und schauen, was uns das jetzt bringt. 6 Abzeichen haben wir uns geholt. Der Typ will 6 Abzeichen haben dafür. Und ja. Das ist ein Papier, Morty. Dieser Morty, der ist einfach zu gut, weil er keine Schwachstelle hat. Aber man hat einfach einen Morty. Do it for me, Morty. Okay, okay. Warum ist das Game eigentlich zuerst, wenn ich kann? Das ist total unfair. Don't let me down, Morty. I'm trying my hardest. Oh boy. Hä? Ja, ich werde den Kampf ja auch nicht überleben. Ein Morty von dem ist bis jetzt weg. Ja. Ein Morty jetzt war tot, aber sein Morty hat immer noch Leben. Shit, dieser Kampf ist nicht gefunden. Go Morty, shut up, Rick! Warte, was hat sie jetzt niemals mehr erwartet? Ich hab den Punkt haben, weil ich weiß nicht mehr. Ja. Oh, mein Gott. Ich glaube, wir sind Level 11. Ja, unser Mord ist Level 11 und der ist sogar episch. So, der kommt ja gerade mal 3 Minuten 30 Sekunden raus. Wie viel? 5 Gutscheine, eine Mr. Meeseeks Schachtel und eine Trophäe. So. Jetzt ist die Frage, Leute. Jetzt ist die Frage, Leute. Jetzt ist die große Frage, Leute. Die ganz große Frage. Wir sind wieder in Verbindung nachher. Auf jeden Fall. Wir könnten uns jetzt so eine kleine Schachtel, also so eine 3-Morty-Schachtel kaufen. Wir können aber auch nur länger sparen und uns dann eine 7-Morty-Schachtel kaufen. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal die 3-Morty-Schachtel. Weil, ja. 7 Mortys können man sich dann kaufen, wenn ich in den Spiel dann Geld reingesteckt habe. Weil ich denke ganz eindeutig, dass ich mir für dieses Spiel mal etwas kaufen werde. So. Ich hoffe natürlich. Was? Riesenkopf-Morty. Alter, ein epischer. Und ein exotischer. Wir haben einen
Schere, ein Stein und ein Papier. Also alles. Und nix, also der hier ist episch, der hier ist selten. Also das ist normal. Aber die hier, Alter, nix. Das ist ja geil. Ich würde dann erstmal sagen, meine Mortys. Erstmal gehen wir zum Heilcenter. So. So. Jetzt haben wir das da geheilt. Jetzt gehen wir. Was können wir denn hier machen? Keine Ahnung. Was ich jetzt mal ganz machen wollte. Was ist denn das da? Dieses Angebot. Wow. Boah. Was heißt denn das hier? Dass man 5 weitere Mortys haben kann. Gegenstände. Was haben wir denn noch? Besiege sofort einen anderen Morty. Ah, Fliebe. Wir haben so viel. Was ist denn das da? Morty-Chip. Fängt einen wilden Morty mit einem schlechten Gesundheit. Ah. Okay. Interessant. So. Ah, ich würde sagen, wir verändern uns mal. In den hier. Er sagt das Handy mir, dass ich keinen Speicherplatz habe, obwohl das hier die ganze Zeit auf eine Speicherkarte gemacht wird, das Video. Also alles gut. Ich wollte jetzt nochmal schauen, gewinne Mortys, deine Mortys. Wie verändere ich denn jetzt meine Mortys? Wir haben jetzt ja. Die sind alle schon recht gut, ne? Ich guck mal ganz kurz. Nein, den werde ich jetzt gar keinen. Jetzt haben wir die einfach mal getauscht. Okay. Ich würde aber sagen, da man ja immer sagt, Schere, Stein, Papier, dass wir das so machen. So, da wollte ich jetzt nochmal Morty Deck. Wie viele Mortys haben wir? Wir haben 8 Mortys. Welches Level ist denn der? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wow, das Ding muss nicht. So, Abzeichen und Trophäen. Okay, wir haben bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abzeichen und 2 Trophäen. Sehr cool. Ja. So. Ich guck auch mal gleich nach dieser Folge hier, ob man durch irgendwas verbinden mit Google Play oder Facebook oder sonst was irgendwelche Bonus kriegen kann, weil das wäre ja eigentlich ganz cool. Was bringt denn das Morty-Labor?
these Mortys, they keep, I keep getting older, but they keep staying. Haben wir schon irgendein Rezept? Nee. Okay, aber ich gucke jetzt mal offscreen noch ein bisschen rum. Und dann kann ich euch nächste Folge zeigen, was ich so alles noch geschafft habe. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.